Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Minecraft, Quatsch, Clash Royale. So, jetzt wollte ich noch was ganz anderes sagen zwischendurch, aber ich habe mich gefangen. Und ich würde sagen, ja, komm, die Riesen nehmen wir an, solange wir noch können. Na gut, nee, man kann ja unendlich lagern eigentlich, hoffe ich. Und dann würde ich sagen, fordern wir das mal ein. Ich glaube, das hatte ich letzte Woche irgendwie schon freigeschaltet oder zwischendurch war ich sogar mal hier, ich weiß gar nicht mehr. Na egal, ich würde jetzt erstmal die Goldtruhe öffnen. Und dann gehen wir gleich in den Kampf. Ja, was haben wir hier noch? Also es blinkt wieder alles und überall ist hier Action, ne? Wahnsinn eigentlich. Ja, hier vor allem, ne? Da wollen sie einen eh nur abzocken. Da blinkt gar nichts, weil du hier vielleicht noch Materialien übrig hast, die du tatsächlich ausgeben kannst. Also in Form von Ingame-Währungen, sondern da wirst du wieder dazu genötigt, hier irgendwas zu zahlen in Echtgeld. Aber das tun wir uns natürlich nicht an, wie ich schon neulich mal wieder angesprochen hatte, sondern wir machen das hier ganz leger sozusagen. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier mit dem Mega-Ritter zum Beispiel ran. Und ja, wir machen jetzt einfach einen ganz entspannten Kampf hier, würde ich mal so einschätzen. Also hoffen auch an der Stelle. Und ich wollte ja das ein oder andere zu diesen Jahresrückblicken sagen. Neulich schon mal, aber auch in Boom Beach hatte ich das jetzt angedeutet, zumindest ohne es auszusprechen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt mache oder doch lieber nachher in Retro. Aber vielleicht kann ich es jetzt auch gleich schon mal anreißen. Nur ich überleg's mir gerade noch. Ist halt wieder so eine Geschichte, ne? Was willst du da? Wie willst du es jetzt machen? Aber naja, oh, da braucht man auf jeden Fall eine Skelettarmee. Das kriegt man sonst nicht hin. Aber so geht's. Und dann sind wir ja erstmal ganz gut aufgestellt, gerade hier gegen den Turm da, vor allem rechts. Aber naja, man muss eben immer dranbleiben. Ich warte vielleicht erstmal, bis ich genug Elixier habe, dann verteidige ich sie. Oder nee, ich nehme hier einen Feuerball gegen sie. Den Mega-Ritter hebe ich mir auf für eine bessere Situation. Und ja, was soll denn das jetzt? Das Gelächter, hä? Lol, warum? Hör doch auf. Ja, der will jetzt wieder flexen mit irgendwelchen Emojis oder was der sich gekauft hat. Na, herzlichen Glückwunsch, ne? Ja, kannst dich glücklich schätzen, du hast anscheinend viel Geld und keine Sorgen, dass du dir 1000 Emojis kaufen musst. Na klar, das auch noch, wisst ihr? Na, obwohl, die müssen es ja nicht vielleicht unbedingt mit Geld bezahlen, sondern vielleicht mit Gems auch, aber trotzdem. Ist immer so unnötiger Flex, weißt du? Das stört mich einfach. Warum muss man damit angeben? Von wegen, oh, guck mal hier, ich hab den und den Skin, auch in Fortnite oder anderen Spielen, wisst ihr? Was ist denn diese Mentalität? Ja, das regt mich so auf. Auch, generell. Warum muss man immer irgendwie mit dem, was man geschafft hat, angeben und immer so sagen, ha, wenn du das nicht schaffst, bist du ein Loser. Ja? Zum Beispiel, guck an, was ich mir aufgebaut habe mit meinem Business. Ihr müsst das alles schaffen, sonst seid ihr absolute Versager. Oder da wird einem dann immer subtil eingeredet, dass man Versager ist. Die sagen das ja nicht laut, sondern die umschreiben das so, dass du das nicht direkt rein interpretieren könntest, aber eigentlich schon. Eigentlich ist es klar. Und das ist so dumm, ne? Diese Verarsche jedes Mal, von wegen, jeder könnte alles erreichen, wenn er will. Nee, ist nicht so. Ich kann nicht alles erreichen. Ja. So, es ist gar nicht darauf ausgelegt, dieses System, dass jeder reich ist. Das geht gar nicht. Es ist immer so gemacht, dass es ein paar Reiche gibt und viele Arme und eigentlich auch eine Mittelschicht, aber die stirbt ja dann weg, ne? Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Und ja, am Ende gibt es immer, wird es immer so tendieren, dass die Reichen immer reicher werden und die sowieso schon Armen immer ärmer und die nicht mehr wissen, wie sie sich durchschlagen sollen. Es ist einfach so. Und ja, da, weißt du, es fängt im Kleinen an, dieses Denken. In Spielen und überall, da wird das so reingepeitscht, auf eine andere Weise. Immer diese Ellenbogengesellschaft, also das ist so scheiße, ne? Das ist so scheiße, dieses Prinzip. Warum wird das auf alle Bereiche übertragen? Sei es jetzt nur ein Spiel oder sonst was. Und am Ende ist es im wahren Leben umso schlimmer, weißt du? Da sind dann alle Leute schon von vornherein so. Und das wird immer weiter angeheizt, diese Denkweise. Das ist falsch, das muss sich ändern. Das kann nicht sein, normalerweise, ja.
Immer dieses, ich gönne dem anderen nichts oder so, oder alle sehen sich auch als Konkurrenten. Schon allein dieses Wort Wettbewerb in allen Bereichen, ne, das kotzt mich zurzeit so an, weil ich das jetzt immer mal wieder gelesen habe und eigentlich schon lange stört mich das, aber jetzt in letzter Zeit ist es richtig absolut abstoßend in meinen Augen geworden, ja. Weil das wirklich auf jeden Scheißbereich angewendet wird. Selbst wenn es jetzt nur darum geht, zum Beispiel Strom. Anbieter, ja. Da wird alles darauf ausgelegt, dass die im Wettbewerb stehen und dass du jetzt überall wieder wechseln musst, weißt du, und einen neuen Stromanbieter suchen, weil sie günstiger sind, weißt du, und die Regionalen, die höhere Preise anbieten, weil sie es nicht anders können, die sterben weg und gehen pleite. So, und warum? Warum? Man kann doch eigentlich für jede Region einen Stromanbieter haben. Und da gibt es humane Preise und man lässt diesen Scheißmarkt daraus, aus der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das kann nicht sein, dass sowas auf diesen Scheißwettbewerb, auf diese Ideologie ausgelegt ist, Alter. Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und dann dieses Wort zu benutzen überhaupt. Man kann doch da andere Umschreibungen finden. Man muss doch nicht auf Zwang in jedem Scheißbereich des Lebens wird dieses Wort Wettbewerb benutzt. Sind wir hier bei Olympia oder was? Alter, das ist doch keine fucking Sportveranstaltung, das Leben. Das geht um was Ernstes, ja? Das kann nicht sein in meinen Augen, wirklich. Und das musste jetzt einfach mal wieder raus. Ach, da habe ich wenigstens einen Titel. Nee, aber. Keine Ahnung, ich werde darüber nicht fertig so richtig. Und zum Glück gibt es wenigstens ein paar Menschen und ein paar Parteien, eine eigentlich nur, die das auch versteht. Die anderen sind ja alle so neoliberal und naja, fangen wir davon nicht an. Also es gibt sicherlich auch kleine Parteien, ne? Davon wollte ich aber jetzt eigentlich nicht großartig anfangen. Ich meine, das ist immer so. Nur die haben natürlich dann auch nicht so die Chance und ja. Ist halt auch die Frage, ob die unbedingt besser wären. Naja, da haben wir verloren. Aber ist mir dann auch recht, ne? Hauptsache, wir hatten Spaß. Und Hauptsache, ich konnte was reden, ne? Das ist irgendwie besser. Als wenn ich jetzt auf Krampf versuche zu gewinnen, das ist auch immer sowas, so Schwitzer in Spielen, ne? Warum gibt's das eigentlich? Also, mir würde das überhaupt keinen Spaß machen, jetzt konzentriert nur vor so einem Spiel zu sitzen. Also mal schon, ne? Ist jetzt nicht so, dass es immer so sein muss, dass es mir jetzt nur auf Spaß ankommt. Aber ich will doch zumindest den Großteil der Zeit, wenn ich ein Spiel spiele, auch irgendwie nutzen können, um vielleicht nebenbei zu reden, wie ich es jetzt hier mache, oder irgendwie Spaß zu haben, gell? Und nicht jetzt hier nur komplett schwitzen, Hauptsache siegen, Hauptsache irgendwie krass sein. Oh, ich weiß nicht. Also, das ist überhaupt nicht meins. Weil ich halt nicht so dieser Wettbewerbstyp bin, also im Allgemeinen, im sportlichen Sinne auch und schon gar nicht im gesellschaftlichen, wie ich es jetzt beschrieben habe. Und damit würde ich sagen, war's das mit dem Video. Danke fürs Zusehen, wir sehen uns später wieder in Retro und ciao.